Es sind die letzten Minuten der Nature One 2023, heute Morgen kurz vor 8. Alle, die hier noch tanzen, haben zig Stunden auf der Tanzfläche verbracht. Schon seit Jahren bestreitet DJ Duck das Finale mit den Fans. 12 Stunden haben wir durchgetanzt. Ich glaube, 2 mm von meinem Schuhprofil fehlen jetzt. Also die Schuhe, die sind 4 Größen zu klein und also für kein anderes Festival auf der Welt würde ich das hier, diesen Schmerz so eingehen, aber für die Nature auf jeden Fall. Es sind Blasen über den Blasen, also. Wir wissen noch nicht so ganz, ob wir jetzt noch schon schlafen können, wir sind so voller Adrenalin gerade, aber ich denke schon, jetzt erstmal schlafen, versuchen zu schlafen. Die Techno-Fans haben 3 Tage lang auf der Pyttner gezeigt, was Partystimmung ist und wie viel Durchhaltevermögen sie haben. 350 DJs haben auf der Hauptbühne und in den verschiedenen Bunkern der einstigen Raketenbasis aufgelegt. Gekrönt wurde das Sound- und Lichtspektakel vom Feuerwerk letzte Nacht. Sogar die Katerstimmung am Sonntagmorgen hält sich in Grenzen, auch wenn nicht jedes Zelt der Lage standgehalten hat. Wir waren uns nicht ganz so bewusst, wie nass es doch wird. Aber es ging, so schlimm war es nicht. Ja, mir hat es gut gefallen, war mein erstes Festival. Aber anstrengend, bin jetzt froh, wenn ich zu Hause bin. Auch der Veranstalter zieht unterm Strich eine positive Bilanz. Ja, es fühlt sich super an. Also trotz des nicht ganz optimalen Wetters waren 65.000 Besucher da und wir hatten eine super friedliche Stimmung. Und ja, im Moment sind wir erstmal sehr happy. Und die Polizei spricht von einem bislang friedlichen Verlauf der Massenveranstaltung. Wir führen natürlich Abreisekontrollen durch. Und da ist es uns natürlich auch ein Anliegen, dass die Verkehrsteilnehmer weder alkoholisiert noch unter sonstigem Einfluss berauschender Mittel stehend nach Hause fahren. Um sich zu erholen, dürfen die Raver noch bis morgen früh auf den Zeltplätzen bleiben. Aber einige haben sich die Abreise mit dem Bus organisiert.